euch zu sehen heute am 22. Dezember. Heute gibt es hinter dem Kalendertürchen noch einmal einen kleinen Ausschnitt aus meinem Roman Arden. Die Wolkendecke riss auf und gab einen Himmel von blauer Unschuld frei. Sonnenlicht strömte durch die kahlen Wipfel und urplötzlich wurde es hell. Da war kein stürmischer Wind mehr, der über das Walddach tobte. Faktisch regte sich kein Lüftchen. Und dann trat ein Ton an ihre Ohren, beginnend mit vereinzeltem Pfeifen, in Sekundenschnelle anschwellend zu einer Welle aus vielstimmigem Schnarren und Krächzen. Die Rabenwolke verdunkelte das Sonnenlicht, schoss über den Wald südwärts und ergoss sich schließlich in einiger Entfernung in die laublosen Baumkronen. Dann endlich hielten die Vögel die Schnäbel und es wurde wieder ungeheuer still. Unter den rabengeschmückten Bäumen sah Arden Schilde blinken, zwei lange Reihen, breiter, schwarzer, glänzender.